Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur eines sagen, schlimm. Es ist schlimm, oder lassen Sie mich differenzieren, es ist echt schlimm. Alles schlimm. Nicht halb so schlimm, doppelt so schlimm. Vor allem die anderen Leute, wir nicht. Aber die anderen, die sind wirklich schlimm, schlimmer als schlimm. Und was das Schlimmste ist, das Allerschlimmste kommt noch. So, herzlich willkommen zum Taz Futur 2 Gespräch in Leipzig. Guten Abend, meine Damen und Herren. Freue mich sehr, dass wir hier zum zweiten Mal da sein können. Freue mich, vorher waren wir 10-mal im neuen Schauspiel. Das will ich Ihnen auch noch nicht vorenthalten. Und ich freue mich sehr auf meine Gäste. Begrüßen Sie bitte Jagoda Marinic und Professor Harald Welzer. So, ich bin Peter Unfried und wir haben das eigentlich ideal hingekriegt, dass wir zwei Bücher heute darüber sprechen wollen, die im Moment ganz hoch in den Charts sind und auch viel diskutiert werden. Das eine Buch heißt Sheroes von Jagoda Marinic, das andere Alles könnte anders sein von Harald Welzer. Und das ist im Grunde der Anknüpfungspunkt, warum ich jetzt mit diesem schlimmen Gefasel gekommen sind, denn die Schlimmgesänge sind in größeren Teilen, ich weiß nicht, Sie kennen das wahrscheinlich auch, oder, dass alles schlimm ist, sagen das selber manchmal, ich auch. Jedenfalls in größeren Teilen der Gesellschaft ist das im Moment ein Nummer-1-Hit, läuft in Dauerrotation und Harald Welzer hat in der neuen Ausgabe von Taz Futur 2, er ist der Herausgeber, geschrieben, dass sich auch Journalisten mittlerweile so anhörten, als schrieben sie im Januar 1943 im Kessel von Stalingrad. Ja, und dabei leben wir weltgeschichtlich betrachtet in der sichersten, in der friedlichsten und in der saturiertesten Republik ever. Und bei den meisten sieht es zumindest persönlich überhaupt nicht nach Apokalypse aus. Warum? Also was soll das oder genauer gesagt, worauf zielt das hinaus, was will man damit für die Zukunft erreichen, darüber wollen wir heute Abend sprechen und wir wollen es eben nicht so machen, wollen das routinierte Klagen, das wir selber auch sehr gut beherrschen, mal ein bisschen hinten anstellen, manchmal fallen wir selber zurück ins Klagen, also stoppen Sie uns, wenn das so sein sollte, aber das Motto des heutigen Abends, alles wird gut. Und das ist unsere gemeinsame Verpflichtung, auf die wir jetzt heute ab sofort 80 Minuten hinarbeiten. Sind Sie dabei? Ja, also ich höre nichts. Ja, sind Sie dabei? Ja. Okay, das war noch nicht ideal, aber wir kriegen das hin. Ich stelle Ihnen die Protagonisten des heutigen Abends ganz kurz vor. Jagoda Marinic ist Schriftstellerin, Autorin, politische Essayistin, kommt ursprünglich aus dem Großraum Stuttgart, lebt jetzt in Heidelberg, leitet dort das interkulturelle Zentrum und ihr neues Buch heißt Sheroes, habe schon gesagt, neue Heldinnen braucht das Land, ist bei Fischer erschienen und es ist der Versuch, einen neuen und anderen Gesprächsmodus zwischen Frauen und Männern nach MeToo hinzukriegen. Und von Jagoda habe ich den großartigen Satz gelernt, dass die beste Zeit für die Liebe ist. Jetzt ist. Darüber werden wir sprechen. Dann Harald Welzer. Professor Welzer ist Sozialpsychologe, Kulturwissenschaftler, Professor für Transformationsdesign, Klimakulturforscher, Gründer der Zukunftswerkstatt Futur 2, Herausgeber, habe ich gesagt, von Taz Futur 2, lebt in Potsdam, stammt aus Niedersachsen und sein neues Buch heißt Alles könnte anders sein, ist auch bei Fischer erschienen. Und steht bereits in der Spiegel-Bestsellerliste. Und von Harald habe ich gelernt, dass wir heute hier einen ungleich höheren Lebensstandard pflegen als der Sonnenkönig Ludwig XIV. Das war mir gar nicht klar. So, Harald, alles könnte anders sein. Das Buch, über das wir sprechen wollen. Wir klagen nicht, aber ich habe es gesagt, der Grundmodus unserer Gesellschaft, das ist zumindest die Behauptung, die du hast, ist das Klagen, wie schlimm alles ist. Warum klagen die Leute so gern, dass alles so schlimm ist und warum willst du ihnen das jetzt austreiben?
Naja, also es gibt viele Gründe, weshalb man so viel klagt und skandalisiert und sich erregt und so. Das eine hat sicherlich damit was zu tun, welche kommunikative Kultur die sogenannten sozialen Netzwerke und diese Formen des Kommunizierens in die Welt gebracht haben, wo die Dauererregten eine größere Präsenz bekommen haben, als sie ohne diese Medien bekommen hätten. Und da gibt es dann das verhängnisvolle Zweite, dass viele Elemente dieses Erregtseins sich gewissermaßen in etablierten Medien rübergespielt oder gespült haben, sodass auch dort ein hohes Erregungsniveau vorherrscht. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt, und darauf bezog sich ja auch dieses mit dem Stalingrad, ich zitiere da ja einen Journalisten aus der Süddeutschen Zeitung, ich möchte das gerne vorlesen, da kann man das schön dran illustrieren, ich fand das so lustig, auf negative Art und Weise, man kann ja auch über Absurditäten und Schwachsinn Dinge witzig finden. Zwar, man erinnert sich, dass es zu Silvester eine Diskussion darüber gab, ob man böllern soll oder nicht. Das ist für die erregte deutsche Nation eine Frage, die muss man ungefähr 2 Wochen in den Feuilletons und so weiter rauf und runter diskutieren. Und so auch in der Süddeutschen Zeitung, wo sie dann ein Pro und Contra gehabt haben. Und der Redakteur Christian Meyer schrieb dort, und er war pro Böller, schreibt, wer das neue Jahr begrüßt, setzt ein Zeichen. Wir machen weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir bleiben trotzig optimistisch, selbst wenn 2019 wieder viele deprimierende Nachrichten zu erwarten sind. So, und da hatte ich sofort dieses Stalingrad Januar 43, weil what the fuck, ja? What the fuck, wir machen weiter, wir bleiben trotzig optimistisch und dann darf ich dazu zitieren. Und ich mache das nur, weil das sozusagen pars pro toto ist, weil das ja völlig diese ritualisierten und routinierten Formeln, dass es einem schlecht geht, steht dann in totalem Kontrast, wenn man weiter guckt und die persönlichen Beschreibungen über die Redakteure aufsucht. Und da steht über denselben Mann, also Stalingrad Christian, steht, der Vater zweier Töchter schätzt München vor allem wegen seiner kompakten Vielfalt. Das Kino, die Oper, der Tierpark, das Haus der Kunst, das nächste Beachvolleyballfeld und die Bar seiner Wahl sind alle in einer halben Stunde mit dem Fahrrad erreichbar. So, und das ist... Ich habe jetzt nichts gegen Christian Meyer, nicht, dass der Eindruck hier entstehen sollte, aber genau diese Doppelung, ja, sozusagen das maximale Lamento über den Zustand der Erde, wo nur noch ein trotziges Weitermachen hilft und dann gleichzeitig dieses Ding, ja, in der besten aller denkbaren Welten existieren das Beachvolleyballfeld und so weiter. Und darüber habe ich lange nachgedacht und jetzt kommt eigentlich der zweite Grund neben dieser ganzen Dauererregtheit. Ich würde sagen, wir leben ja doch in einer Gesellschaft, in der sich mindestens mal bis in Redakteurskreise herumgesprochen hat, dass es, wie mein Kollege Stefan Lesse nicht zu sagen pflegt, wir nicht über unsere Verhältnisse leben, sondern über die Verhältnisse von anderen. Das finde ich eine ziemlich gute Formulierung. Und dass wir über die Verhältnisse von anderen leben, ist ja physisch geradezu deutlich geworden im Spätsommer 2015, als die anderen in doch ungewöhnlich großer Zahl kamen. Und wir haben ja vorher immer auch Routinen gehabt, immer sehr aufmerksam, kritisch und besorgt über den Zustand der Welt da draußen zu sein. Ja? Und das ist ja eine Haltung, die ist sehr ehrenvoll, aber man hat eine Welt, also eine Optik, wo man sagt, naja, das ist da draußen. Und das wissen wir, das sind die Alpen, Afrika schwierig, Mittelamerika schwierig, da draußen echt schwierig und sowas. Und plötzlich war das alles nicht mehr draußen, sondern für einen kurzen Moment hier drinnen. Und ich glaube, dass dieser Schreck,
dass die Probleme nicht draußen sind, sondern drinnen sind, dass der sehr tief gesessen hat. So, und jetzt habe ich den Typen mit dem Beachvolleyballfeld und der Bar seiner Wahl und in München und Vater zweier Töchter, ja? Und was fange ich denn jetzt eigentlich damit an, wenn ich dieses beste aller denkbaren Leben leben kann, aber gleichzeitig weiß, an vielen Stellen auf der Welt ist diese Art von Leben gar nicht möglich und das hat etwas mit meinem Leben zu tun. In gewisser Weise habe ich etwas damit zu tun, dass es anderen Menschen schlecht geht. Naja, dann gibt es eigentlich eine einfache Übung, zu sagen, wisst ihr, wir haben zwar scheiße viel Geld und es geht uns total gut, aber es mit der Welt, das wird nicht gut gehen. Und das ist richtig schlecht und die Klimakrise und das Böllern und alle diese Sachen, ja, glaubt nicht, dass es richtig gut ist. Ja. Uns geht es nämlich auch scheiße. Und so ein Modell ist da mit drin, ja, auf so einer psychologischen Ebene. Das heißt, man kann natürlich dies, was eigentlich ein kurzer Moment des Aufblitzens einer nicht zu leugnenden Wahrheit gewesen ist, das kann man dann verkleinern, indem man sagt, naja, wisst ihr, also reich sein ist eigentlich auch nicht so toll. Und wenn die Welt untergeht, dann gehen wir ja auch mit unter. Ja? Und insofern, also im Grunde habt ihr es besser als wir, weil ihr müsst ja nicht so viel Legitimationsaufwand betreiben. Ja gut, also jetzt wollen wir es nicht ausdehnen, aber da ist was drin, was sozusagen den täglich zu bewältigenden Zynismus der Existenz in unseren Gesellschaften repräsentiert. Und ich finde eben, wie gesagt, diese Doppelung zwischen diesem Gejammern und dem Stilisieren einer Welt, die extrem schlecht ist, völlig in Absehung von der eigenen super luxuriösen, komfortablen Situation, das ist symptomatisch. Das finden wir überall, ja, wo niemand sich mehr Rechenschaft darüber ablegt, was denn eigentlich der historische Ort ist, von dem man spricht. Und da würde ich sagen, obwohl das eben schon Unmut auf sich gezogen hat. Natürlich geht es der Mehrheitsgesellschaft tatsächlich besser als Ludwig dem 14. Ja, ist so. Ich weiß, Sie haben keinen Hermelinmantel, aber das ist auch so ungefähr das Einzige. Ja? Ach so. Ja, Lebenserwartung ist höher, Gesundheitsversorgung ist höher, Zahnpflege ist besser, Versailles ist nicht geheizt. Ja, also ich meine, aber das muss man ernst nehmen, das ist tatsächlich so. Jetzt gibt es aber Teile der Gesellschaft im Westen, speziell jetzt auch im Osten, die nicht den Eindruck haben, dass es ihnen so gut geht und die sich das auch nicht einreden lassen wollen, dass sie doch bitte mal ruhig sein sollen, weil es doch alles so toll hier in Deutschland ist. Also es gibt einfach Teile der Gesellschaft, die, sagen wir mal, das Gefühl haben, es geht mir nicht gut und ich werde jetzt dafür auch noch von anderen, speziell jetzt von Westdeutschen, als von oben herab als rückständig verurteilt, weil ich das westdeutsche Demokratie-Ideal einer emanzipatorisch humanistischen Gesellschaft, die der Westen angeblich sein soll, nicht teile und andere Lebensziele und Ideale habe. Also was machen wir jetzt damit alles gut wird? Was sind dann in dem Fall, wenn sowas vorgebracht wird, die anderen Lebensziele und Ideale? Nun, es gibt ja im Grunde eine einfache Aufteilung. Das ist die zwischen dem sogenannten Weltbürger und zwischen dem an einem Ort verorteten Menschen. Und der hat andere Bindungs- und soziale Gewohnheiten oder Ansprüche, wie jetzt ein Weltbürger, der 5-mal im Jahr nach New York fliegt. Ja, was hat das mit Ost und West zu tun? Das scheint so zu sein, dass das im Osten weiter verbreitet ist als im Westen, jedenfalls dem Klischee nach. Ja, aber selbst in unserer hypermodernen Gesellschaft, die angeblich so modern und kosmopolitisch und sonst was ist, leben 50% aller Leute lebenslang an dem Ort, aus dem sie kommen, auch heute noch. Also das ist ja Mythenzeugs, was da produziert wird. Und diese komische Erzählung mit den kosmopolitischen Eliten, die es sich leisten können, keine Heimat zu haben, während der arme Ostler auf der Scholle sitzen bleiben muss,
Das ist ja selber eine diskriminierende Erzählung. Das ist doch Quatsch. Im Übrigen würde ich als Empiriker, der ich ja nun mal bin, mal dann die Gegenfrage stellen, warum sprechen wir nicht eigentlich mal über Tourismus? Wo fahren die Leute eigentlich überall hin? Wenn wir über diese ganzen Dimensionen von wegen, da ist man irgendwie zurück und so weiter und da ist diese kosmopolitische Klasse. Wir wissen doch, wie die Tourismuszahlen ansteigen und wie insbesondere die Fernreisen ansteigen und dass das eine weit größere Bewegung ist als die sogenannte Flüchtlingsbewegung und so weiter. Warum reden wir eigentlich nicht mal darüber? Warum reden wir nicht mal über die Buchungszahlen von Karibikkreuzfahrten und messen das mal, wie viel im Osten gebucht werden, wie viel im Westen gebucht werden? Was mich immer nervt, ich mache gar kein Ostbashing, ne? Kann ich mir gar nicht leisten hier, aber... Was mich immer nervt, ist, dass von bestimmten Interessenten vorgetragene Argumente aufgenommen werden in den Diskurs und für automatisch schon richtig gehalten werden, weil sie vorgebracht werden. Das ist das Narrativ von den Abgehängten, das ist das Narrativ von den zu kurz gekommenen Ossis, es ist dieses, was du eben erzählt hast. Und ich finde, das stimmt nicht, das muss man mal genau angucken. Und wenn man es genau angeguckt hat, dann kann man auch ganz genau benennen, wo Ungleichheiten tatsächlich sind. Und das finde ich politisch sinnvoll. Anstatt, also dieses mit den Abgehängten und so weiter, das ist ja nun ein interessiertes Narrativ, was geeignet ist, Ressentiments weiter anzufeuern, weil es sie mit Legitimation versieht. Wenn das dann plötzlich alle sagen, dann glaubt man das natürlich auch. Und ich würde mal sagen, dass es manchmal im Leben nicht so richtig schön ist, wie man sich's wünscht, oder? Das kennen wir. Ja? Und es gibt Dinge, die laufen auch nicht so toll, wie man sich wünschen würde, dass sie laufen. Das gilt aber, wenn man zum Beispiel im Westen in einer Arbeiterfamilie groß wird, gilt das ganz genauso. Es gilt ganz genauso. Ja? Das ist auch nicht alles ein bunter Teller gewesen und auch da gab es radikale Diskriminierung. Ich glaube, die gibt es auch heute noch. Und solche Dinge. Und wenn wir zum Beispiel über soziale Ungleichheit sprechen, lasst uns doch über soziale Ungleichheit sprechen. Wieso wird da die Querlatte reingelegt, dass das ein spezifisch Ost- und Westproblem ist? Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, ich finde es total politisch sinnvoll, über soziale Ungleichheit zu sprechen. Ich finde es absolut sinnvoll, über nach wie vor auf eine geradezu obszöne Art und Weise vorhandene Bildungsungleichheit in einem der reichsten Länder der Welt zu sprechen. Ich finde es obszön, dass wir beispielsweise nicht über Ungleichheit, die sich in ungleiche Bildungschancen in Bezug auf migrantische Gruppen und sowas niederschlagen, darüber sprechen wir nicht. Aber wir sprechen irgendwie über gefühlte Animositäten rauf und runter und diskutieren dann aber nicht, welche politische Absicht dahinter steht. Bingo. Was ich versuche, ist zu unterscheiden zwischen, am Anfang haben wir uns meiner Ansicht nach zu Recht über uns selbst lustig gemacht, also im Grunde einen lamoyanten Weltbürger, dem es gut geht und der so tut, als sei alles schlimm. Aber es gibt eben auch Leute, denen es nicht gut geht und die möglicherweise eine andere Ansprache brauchen. Und die Frage ist ja, wie wir in diesen Alles-wird-gut-Modus tatsächlich reinkommen, dass Leute nicht das Gefühl haben, ich werde abgewertet oder man macht Witze über mich, jetzt auch Weltbürger, sondern das bringt, ach stimmt ja, so ist das, das bringt mich in Bewegung. Ich werde jetzt Teil von etwas, was man im weiteren Sinne eine gemeinsame Zukunft nennen könnte. Aber guck mal, das ist doch kompliziert. Also die Sache ist doch so und da wird vielleicht... Also wenn über Abwertung und Anerkennung, wenn davon die Rede ist, dann würde ich zum Beispiel ein gesamtgesellschaftliches Problem darin sehen, dass wenn in der Tagesschau die Rede von Hartz-IV-Familien ist, ein Rückenbild von dicken Menschen eingeblendet wird. Von schlecht gekleideten dicken Menschen, dicke Eltern, dicke Kinder, die irgendwie an einer Hochhaussiedlung vorbeigehen. Das ist eine extreme Diskriminierung.
Und zwar unabhängig von der Region, über die man spricht. Und da sind sozusagen gesellschaftliche Machtverhältnisse, Bilder, Stereotype verteilt. Und ich würde ehrlich gesagt lieber über so etwas sprechen. Und die andere Sache, mit der ich habe neulich mit Anja Sigismund, Umweltministerin in Thüringen, gesprochen. Und in meinem Buch steht irgendwie dieser Satz drin, der Osten liebt die Freiheit nicht. Der Kontext dieses Satzes besteht einfach darin, dass es einen Unterschied macht in posttotalitären Gesellschaften oder postautokratischen Gesellschaften, wie viele Generationen danach unter anderen Bedingungen gelebt haben. Im Westen, Deutschland, war es einfach so, dass es zwei Generationen gebraucht hat, bis die Leute mal irgendwie eine entspannte Weltsicht bekommen konnten. Es ist klar, die unmittelbare Nazi-Elterngeneration war in diesen Weltbildern gewollt, ungewollt befangen. Die Nachfolgegeneration, die 68er, haben aus meiner Sicht zwar das Gegenteil inhaltlich versucht voranzubringen, waren aber ihrer Elterngeneration sehr ähnlich, weil sie auch binär die Welt betrachtet haben, nämlich ganz einfach nach Gut und Böse aufgeteilt haben. Das ist sozusagen freien Gesellschaften nicht besonders förderlich. Die dritte Generation, und jetzt die vierte, ist in der Lage, Ambivalenzen auszuhalten, weltdifferenziert zu betrachten, was für Demokratien extrem wichtig ist, was unter anderem dazu auch geführt hat, dass es im Spätsommer 2015 erstmal eine extrem positive Bevölkerungsreaktion gegeben hat. Und das, was wir aus allen Jugendstudien wissen, die allermeisten jungen Menschen überhaupt keine Idee davon haben, dass Zuwanderung ein Problem sein könnte. Ja, und wenn man das altersdifferenziert betrachtet, wird das Problembewusstsein immer größer, je weiter die Geburtsjahrgänge zurückliegen. So, ja, und das sind doch Entwicklungen, die kann man doch mal konstatieren. Also ich diffamiere doch nicht die einzelnen Bürger eines Teils des Landes, wenn ich sage, es gibt überall anzutreffende Phänomene, die haben was mit Verarbeitungsprozessen über Generationen zu tun. Und da haben wir eine Wurzel zum Beispiel dafür, wo Ostdeutschland in dieser Hinsicht ähnlicher ist anderen postsozialistischen Gesellschaften, weil da einfach ein anderer Umgang mit einer anderen Form von Gesellschaft eingeübt wird. Das braucht Zeit. Genauso ist es übrigens in Spanien, Post-Franco und sowas. Ja. Es braucht immer die dritte Generation, die ein anderes Verhältnis dazu entwickeln kann. Es ist doch nicht böse, so etwas zu sagen. Aber es verschafft eine andere politische Klarheit in der Einschätzung der Verhältnisse. Und es schützt einen meines Erachtens nach davor, das Gefühl, was artikuliert wird, schon deswegen für berechtigt zu halten, nur weil es artikuliert wird. So, ich stelle noch eine Frage, dann leite ich mal über zu Jagoda. Um das konkret hinzukriegen, was waren die Faktoren jetzt, also es geht ja um die Frage, wie es besser wird, wie es gut wird, was waren die Faktoren jetzt, gesellschaftlichen Faktoren, wie Dinge ganz ordentlich gelaufen sind bisher, die du in diesem Buch beschreibst, und was sind die Faktoren, wo es jetzt stockt, warum es nicht mehr weitergeht. Und was sind die Faktoren, das würde ich Jagoda dann auch fragen, wo es rückläufig ist, wo man aufpassen muss? Also ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Ich glaube, dass zentrale Faktoren so etwas Selbstverständliches sind wie funktionierende Institutionen, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltmonopole und ein zivilisierter Umgang miteinander und die Herstellung einer Form von gesellschaftlicher Zustimmung über wirtschaftlichen Erfolg. Das sind mal schlicht, ich will das jetzt noch gar nicht bewerten, aber das sind schlicht und ergreifend Erfolgsfaktoren, die wirksam gewesen sind, weshalb über lange Zeit in der Geschichte auch Frankreichs, Hollands, Bundesrepublik und sowas eine hohe Systemzustimmung gewesen ist. Jetzt gibt es sehr starke Erosionsfaktoren, die haben erstens damit zu tun, dass man sich nicht mehr Rechenschaft darüber ablegt, dass das alles nicht selbstverständlich ist, sondern dass das eben, dass Demokratie ein Projekt ist und auch die Moderne ein Entwicklungsprojekt ist, an der muss man arbeiten und man darf die Institutionen nicht gefährden, sondern muss sie stützen und so weiter und so weiter. Das Bewusstsein ist nicht mehr da, Punkt eins. Punkt zwei ist, da kommen wir an den Anfang zurück, die Veränderung von gesellschaftlichem Klima, andere Kommunikationsformen, höhere Gereiztheit, höhere Unzufriedenheit, höhere Anspruchshaltung, ja,
Heutzutage denkt man ja schon, die Welt geht zugrunde, wenn das Zalando-Paket 2 Tage zu spät ankommt. Das ist ja schon ein Skandal. Oder irgendwie, ja, vieles das. Also eine Anspruchshaltung, die sich keinerlei Rechenschaft darüber ablegt, erstens, wo kommt das Zeugs eigentlich her? Das haben wir auch schon diskutiert. Zweitens, wie war es denn vorher? Ja, also da wird ja kein Maß angelegt, sondern da wird irgendwie diese konsumistische Benutzeroberfläche als das Maß aller Dinge betrachtet. Dritter Punkt hängt direkt damit zusammen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der die einzige Sinngebungsquelle Konsum ist, dann ist es natürlich klar, dass so etwas wie ein Zusammenhalt, mal emphatisch gesprochen, ein gesellschaftlicher Zusammenhang, halt das Gefühl, man würde an etwas gemeinsam arbeiten, nicht existieren kann. Weil das basiert ja immer nur nach der quantitativen Messung, wer hat jetzt mehr, wer hat den größeren, und so weiter. Ja? Und alle diese Faktoren sind einer Demokratie nicht förderlich. Deshalb gibt es, und der andere Faktor, der mich ja besonders umtreibt, ist, dass der Demokratie und unserer Form von Gesellschaft und auch Kapitalismus nicht förderlich ist, dass die Zerstörung der natürlichen Grundlagen so radikal voranschreitet, dass eben allerhand Stress überall entsteht. Das ist ja auch nicht mehr was, wo man sagen kann, das ist da draußen oder das ist später mal. Also auch diese Rede, ja, der Klimawandel wird kommende Generationen einschränken. Bullshit, der schränkt die jetzt ein. Ja, und zwar an vielen Teilen der Welt und nicht irgendwie was in Zukunft. Also diese Rede funktioniert nicht mehr. Diese beruhigende Rede, dass eigentlich alles in Ordnung ist, aber später kommen mal Probleme. Und wenn sie kommen, dann kommen sie da draußen. Das funktioniert alles nicht mehr. Und deshalb gibt es so etwas wie ein, ja auch nicht nur schlechtes Zweifeln an den Rezepten, den Problemlösungskompetenzen und sowas der Funktionseliten. Okay? Und das ist ja exakt auch das, worauf jetzt diese Fridays for Future so präzise hinweisen. Die argumentieren ja nicht mit Klimadiagrammen und so, sondern die sagen einfach, ihr tut nicht das Nötige. Das ist eine unglaublich präzise Formulierung. Ja? Weil, die haben ja völlig recht, da wird seit 40 Jahren sind die Probleme bekannt und benannt und das Nötige wird schlicht und ergreifend nicht getan. Jetzt sagen die das mal. Und die große Aufregung, die bei irgendwelchen Mit-30er FDP-Profis dann herrscht, die geht ja nur darauf zurück, dass das leider eine unabweisbare Wahrheit ist. Ja, da komme ich jetzt mit Textbausteinen nicht mehr gegen an, während man vorher immer super mit Textbausteinen gegen alles ankam. So, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich sage mal, erste Runde, vielen Dank, Harald Welzer, können Sie gerne klatschen. Kommen wir drauf zurück, dann können Sie auch noch Ihre Frage stellen. Ich würde gerne eins dazu sagen, weil ich es sehr witzig finde, weil ich bin ja, du sagtest, ich komme aus dem, woher kam ich? Aus Waiblingen oder aus Schwäbisch? Aus dem Schwäbischen. Ja, genau, aus dem Schwäbischen und meine Familie kommt aber aus Jugoslawien, jetzt Kroatien und du bist da angekommen, wo wir vor 20, 30 Jahren waren. Also ich kam ins Studium und hatte eigentlich nur Freunde aus Lateinamerika, aus dem ehemaligen Ostblock, eben so die Ausländer, die wenigen an der Uni und wir haben immer gesagt, die Deutschen mit ihren Wohlstandssorgen und genau das, was du jetzt beschreibst, darüber haben wir uns konsequent lustig gemacht und ich glaube eigentlich, wenn jetzt die Mehrheitsgesellschaft selber an diesen Punkt kommt, sind das eigentlich ganz gute Zeiten für den Humor in Deutschland, weil man hier endlich anfangen wird, sich selbst nicht so bierernst zu nehmen. Also ich bin ich dir da jetzt zu nahe getreten, weil ich gesagt habe, du kommst aus dem Schwäbischen. Nee, ich vergesse immer nur, was man jetzt bevorzugt von meinen Herkünften so. Das wollte ich besonders korrekt sein. Ich habe gemerkt, es fehlte was. Ich habe nur gemerkt, es fehlte was. Ich hab halt noch andere Wurzeln. Okay, dann werde ich das künftig beachten. Musst du nicht andere schimpfen dann wieder. Also herausragend an dem Buch oder was mich angefixt hat, ist eben genauso wie bei Harald, dass im Grunde nicht erst mit MeToo, aber auch MeToo ist irgendwie klar geworden, was alles Scheiße läuft und du kommst jetzt aber mit einem Buch, mit dem du sagst, Männer und Frauen können es hinkriegen und zwar, und das ist das ganz Unfassbare, zusammen, Männer und Frauen können es zusammen hinkriegen und eine ganze Menge spielt sich im Privaten ab, also zwischen nicht
hier oben und nicht in der Politik, sondern zwischen Frau und Mann. Wie kommst du auf solche Ideen? In der Hoffnung, dass Harald und ich heute 50-50 Redezeit haben werden und die Statistik durchbrechen. Wir kämpfen, wir gucken mal. Ja. Ich gebe mir Mühe. Er wollte mir eigentlich das Vorrecht lassen. Der Moderator hat mich da wieder einen zweiten Platz gesteckt. Aber wir kämpfen drum. Nein, also, wie komme ich drauf? Zum Ersten, weil MeToo für mich in Deutschland nicht stattgefunden hat und ich mich gefragt habe, warum wir das verschlafen, ist doch eigentlich eine Riesenchance. Ein Beispiel für mich war, dass in den USA gab es 250 Männer, die ihre Jobs verloren haben, also Männer in Führungspositionen, die übergriffig geworden waren. Es gab keinen Prozess, sondern Frauen in diesen Häusern haben sie beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben, woraufhin sich meistens andere Frauen gefunden haben, die das bestätigt haben und die Männer sind geflogen. Und dann sagte man sogar, und dann setzen wir eben an diese Stelle 250 Frauen und die sollen jetzt auch mal einen Führungswandel einleiten. Also man erwartete auch, dass wenn Frauen führen, da sich vielleicht was verändert, was statistisch ja teilweise belegt ist. Habe ich so bei uns geguckt, wie viele Männer sind da geflogen? Ziemlich wenige. Und zuletzt flog ja einer wegen Charlotte Roche, also wegen dieser Geschichte. Und was dieser Mann gemacht hat, war zu sichern, dass seine Pensionsansprüche aber dabei nicht verloren gehen. Und das ist dann hier irgendwie in Ordnung. Also der guckt dann erstmal, hab ja irgendwie Mist gebaut, aber guck mal, dass meine Rente nicht verringert wird. Und das ist so die Differenz für mich, ist auch irgendwie in Ordnung. Und wir haben sehr wenige Männer, die letztlich in der Öffentlichkeit in dieser Form beschuldigt wurden und ich dachte, wie können wir jetzt eigentlich aus MeToo noch was machen und habe mich dann auch mit der ganzen Feminismusdebatte in Deutschland auseinandergesetzt, die für mich genau an dem krankt, was Harald Welzer gerade auch beschrieben hat mit den Jugendlichen. Die Klimadebatte war auch so Diagramme, Schaubilder, Statistiken, aber niemand kommt mal auf diesen einfachen Punkt, ihr macht nichts und wir wollen so nicht mehr. Also, dass man wirklich mal wieder ganz direkt Dinge formuliert. Und beim Feminismus ist es auch so, zuletzt mit 219a. Jens Spahn gibt jetzt wieder überplanmäßig 5 Millionen aus für eine Studie, weil wir angeblich nicht genug wissen. Also wir wissen eigentlich immer sehr viel, wir haben sehr viele Studien und trotzdem fehlt dieses Moment, wo man sagt, jetzt kann eine Bewegung draus werden. Es fehlen vielleicht auch die einfachen Sätze, wo man Menschen mobilisieren kann, der emotionale Zugang, wo jetzt die ganzen Kinder sagen, ja klar, das ist ja meine Welt. Also wenn ich hier erwachsen werde, wie soll ich eigentlich hier leben? Und wo die Eltern kapieren, es geht um die Erde meiner Kinder. Also dass wir vielleicht auch wieder zurück müssen zu einer anderen Direktheit. Und gerade bei den Frauenfragen gibt es das Feindbild des Mannes, so wie er neben mir sitzt, auf zwei Seiten. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass ich diese Männer, vielleicht mich irgendwas auch mit denen verbindet. Und eines ist für mich, oft lieben diese Männer eine Frau, manchmal haben sie eine Tochter. Und sich zu fragen, was wollen diese Männer eigentlich von diesen Menschen? Also irgendwie, aus irgendeinem Grund lieben sie eine Frau. Und vielleicht, wenn sie in die Welt gehen und mit dieser Frau anfangen, ein anderes Gespräch zu führen, verändert das die Haltung ja auch so, dass man über sein eigenes Mannsein reflektiert. Und bin jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich nicht sein kann, dass der Feminismus sich vor allem zu einem Gespräch unter Frauen entwickelt hat. Also dass eine Bewegung, die die ganze Gesellschaft betrifft, die Männer eigentlich außen vor gelassen hat. Und ich glaube, dass wir viel mehr Männer mit einbeziehen müssen, dass wir viel mehr Gespräche führen müssen und dass, wenn man schaut, wie es in Skandinavien gelaufen ist, da war es nämlich genau so, dass damals der Ministerpräsident in erster Reihe gesagt hat, ich bin Feminist. Also vor vielen Jahren, der als dann sein Kind geboren wurde, sagte, ich gehe in Elternzeit als Ministerpräsident, um als Beispiel für die Männer in dem Land zu agieren. Ich möchte meine Elternschaft auch leben, obwohl ich Ministerpräsident bin. Also auch ein Umdenken, wie müssen Männer arbeiten, wie müssen Männer Stärke in der Politik suggerieren. Und dass ich glaube, dass diese Frauenbewegung, ich kriege dann immer auf Twitter, wir waren bei den sozialen Medien, die hat nämlich nicht nur das alles ist schlecht Hysterie, die hat auch alles ist ganz toll Hysterien. Also manchmal gibt es ja so Hashtags, die sind pures Glück, darunter so Pro-Quote-Treffen, wo sich Frauen treffen, 300-400 Frauen und man denkt dann, Hashtag trended, alles läuft, die Welt wird morgen anders sein, aber es sind halt dann irgendwie 400 Frauen im Publikum, die sich bestätigen, dass jetzt morgen viel mehr Frauen überall sein müssen. Nur wenn nicht im Publikum sind, sind die Männer, die im Moment die Macht haben und die nicht gleichzeitig auch sagen, morgen müssen eigentlich die Frauen auch überall sein.
Das heißt, solange im Moment ist es so, auch dass die Strukturen oft von Männern geführt werden und wir diese Männer nicht im Boot haben, glaube ich auch nicht, dass wir einen großen Wandel ausrichten. Und deswegen wäre einerseits für mich das Bedürfnis nach einer Frauenbewegung, die viel direkter redet. Also so wie Michelle Obama geredet hat, als sie Enough is Enough sagte, es reicht. So wie dieser einfache Satz, einfach mal direkter zu sagen, wo stehen wir, wo wollen wir eigentlich hin? Und auf der anderen Ebene nicht zu vergessen, dass es auch gerade in der Liebe und in den Geschlechterrollen die privaten Beziehungen sind, die am Ende vielleicht entscheiden, ob der Mann wieder arbeiten geht oder die Frau. Wie verteile ich eigentlich das zu Hause? Wie viel Verständnis habe ich für die Wünsche meines Partners oder meiner Partnerin? Wer muss zurückstecken? Das sind eigentlich Dinge, die sich dann statistisch über die Strukturen sichtbar machen, aber doch auch in der Liebe mitentschieden werden. Also wir verdrängen das, dass da, glaube ich, nochmal auch ein ganz anderes Gespräch in der Liebe stattfinden muss zwischen Männern und Frauen, wenn wir da andere Zahlen wollen. Denn in Deutschland sind die Zahlen interessanterweise im internationalen Vergleich oft schlechter, als man es denken würde. Also wir sind katholischer als das katholische Irland, wenn es um Hausfrauen zum Beispiel geht, die mit Kindern arbeiten wollen. Jetzt, wer das Buch noch nicht gelesen hat, vielleicht könntest du mal kurz noch definitorisch sagen, was sind Sheroes? Und warum brauchen wir Sheroes? Sheroes sind für mich Menschen, die, also es gibt eben diesen Ansatz Strukturen, Statistiken, Quoten. Ich glaube, es braucht Archetypen, also Rollenbilder, die uns zeigen, auch wo kann es hingehen, was kann ich alles tun mit meinem Leben. Und ein ganz einfaches Beispiel ist, seit es Barack Obama gab, waren sehr viele schwarze Kinder, wenn man sie fragte, was willst du eigentlich werden, wenn du erwachsen wirst, sagen sie Präsident. Und auf so eine Antwort kamen sie früher nicht. Das heißt, allein die Tatsache, dass es Barack Obama gibt, löst eine innere Bewegung in diesem Kind aus, eine übertriebene Vorstellung dessen, was für dieses Kind möglich ist. Und ich glaube, wir brauchen Rollenbilder von Menschen, die uns zeigen, dass wir Grenzen sprengen können, dass wir vorankommen können, dass Frauen in der Öffentlichkeit reden. Also es gibt von Mary Beard auch ein wunderbares Buch, Frauen und Macht, wo sie zeigt, dass über Jahrhunderte Frauen aus dem öffentlichen Sprechen verdrängt wurden. Also dass es Sheroes braucht, die in die erste Reihe gehen und sagen, ich setze mich dem aus, so wie jetzt Sarah Wagenknecht im Moment sagt, ich setze mich dem gerade nicht mehr aus und nicht mehr in dem Maße. Und ich glaube, dass man Bilder der Stärke braucht, um in anderen Stärke hervorzurufen. Und das können aber genauso Alltagsheldinnen sein. Ich sage immer, meine erste Shiro war meine Großmutter, die mit zwei Kriegen eine fünfköpfige Familie auf den Weg gebracht hat und die Kinder sind ins Ausland und trotzdem blieb die Familie irgendwie beieinander. Meine Eltern, mein Vater wie meine Mutter, für diese pionierhafte Reise nach Deutschland aus Jugoslawien nach Deutschland, also überhaupt Einwanderer, die sich, ja, die wagen auch neue Identitäten anzunehmen. Es gibt, ja, für mich sind es Menschen, die so eine Kraft haben, die sie antreibt. Also Greta Thunberg ist für mich ein Shiro. Bilder, die sie weckt ja in anderen jungen Menschen die Möglichkeit des Handelns. Also welche Archetypen brauchen wir, um uns zum Handeln anzuregen? Ist jetzt Barack oder Michelle die größere Shiro? Je nachdem für was, also für wen. Für mich ist es Michelle, die größere Shiro, weil ich sympathisiere mit Menschen, die nicht direkt in den politischen Strukturen agieren. Und sie ist es vor allem deshalb, weil sie viel besser gealtert ist als er. Und nein, Quatsch, sie ist es deshalb für mich, weil sie geschafft hat, aus diesem Präsidentenamt etwas zu formen, was auch wieder mit subtilen Methoden, also nee, nicht subtil sind überhaupt nicht, aber mit Einfluss operiert statt mit Macht. Also Politik ist ja immer die definierte Macht, die institutionelle Macht und sie ist eben den Weg der Öffentlichkeit gegangen, den Weg des Vorlebens. Sie hat jetzt nach der Präsidentschaft eigentlich, glaube ich, den Weltbestseller überhaupt veröffentlicht, also findet Narrative, an die andere Frauen andocken können. Sie ist mit Sicherheit halt mit mehr Stigmata beladen als er. Er ist ein halbschwarzer Mann, sie ist eine schwarze Frau, die auch böse beschimpft wurde für ihr Aussehen, also am Anfang mit wirklich rassistischen Versuchen, sie aus dem öffentlichen Leben rauszuhalten und sie ist jetzt zu einem echten Role Model geworden, also zu dem Prototyp einer Frau, die ihren Weg sucht und eine Stimme in der Öffentlichkeit hat. Das muss ich aber doch nochmal nachfragen. Also es war ja so, Michelle, oder anders gesagt, Barack war der Praktikant von Michelle und am Ende war Barack Präsident und Michelle hat das Gärtchen im Weißen Haus irgendwie bewirtschaftet. Also richtig perfekt kommen wir das noch nicht vor.
Ja, schön wäre es, wenn es perfekt wäre. Also, ich habe heute mit Erika Brucher geredet, die ja gemeint hat, wir müssten sowieso weg von diesem Perfekten. Aber ich glaube, diese Beziehung ist genau dahingehend ehrlich. Also, weil sie war ja früher die Erfolgreichere. Er kam als Praktikant, sie war die gestandene Juristin. Und als sie dann verheiratet waren, eine Familie hatten, kam er auf die Idee, er muss Präsident werden. Und deswegen sage ich, das Liebesgespräch ist schon wichtig, weil sie zurückgesteckt hat. Sie schreibt in dem Buch auch, dass sie dann eine Paartherapie machen mussten, weil sie eigentlich überhaupt nicht vorhatte, ein Leben in der Öffentlichkeit zu leben. Sie wollte letztlich nicht eine Familie gegründet haben, um nachher dem Mann zu sehen, wie er der Welt gehört. Und ist dann aber mit ihm aus Liebe diesen Weg gegangen. Und ja, ich würde schon sagen, dass sie im traditionellen feministischen Sinn was aufgegeben hat, dass sie zurückgesteckt hat, dass sie vielleicht, wie du sagst, diesem Klischee Garten, soft, weiche Eigenschaften nachgegeben hat. Aber sie hat darin eine unglaubliche Wandlung erfahren, nämlich zu lernen, dass sie selber eine Figur ist, die Gesellschaft prägen kann, dass sie selber andere Mittel, Politik will sie ja nicht, nutzen kann, um sich zu positionieren, um Gesellschaft zu gestalten, um Menschen zu erreichen. Sie ist eine, die geht jetzt an Schulen in schlechten Vierteln in den USA, um diesen jungen Frauen das Gefühl zu geben, macht was aus euren Leben, lasst euch nicht von Statistiken festlegen. Also sie ist ein hochpolitischer Mensch geworden, jenseits von politischen Strukturen. Sie löst ganze Bewegungen aus. Also ich würde sagen, sie hat aus diesem, und deswegen sage ich, das Liebesgespräch ist so wichtig. Und es wird wahrscheinlich in keiner Beziehung möglich sein, dass nicht einer oder der andere mal zurücksteckt, aber dass man eben aushandelt, wann wer zurücksteckt. Und vielleicht wird auch mal der Mann den größeren Traum haben und er muss mitgehen. Dafür erzähle ich im Buch aber auch die Geschichte von Ruth Bader Ginsburg, die Juristin ist am obersten Gerichtshof und wo der Ehemann zurückgesteckt hat, wo der Ehemann gesagt hat, ich habe hier eine brillante Frau, Mr. Clinton, die könnt ihr bitte am obersten Gerichtshof gut gebrauchen und ich werde hier der Hausmann und ich werde, obwohl ich auch ein brillanter Jurist bin, aber nicht so brillant wie diese Frau, gucken, dass sie sich für das Land einbringen kann. Also ich glaube, dass eine Beziehung je nach Talenten der Menschen sich auszuhandeln hat und dass auch das viel über die Gleichberechtigung. Deswegen glaube ich, wir brauchen die Männer als Partner. Denn nur wenn die Männer so auch die Potenziale ihrer Frauen sehen, kommen wir weg von diesen ganzen Künstlern, die immer nur die Muse sehen, aber sich dann freuen, dass sie die tollen Künstler in der Geschichte sind. Gut, jetzt haben wir aber das Problem ja, dass wenn du sozusagen mit einem Mann soft sprichst, dann nickt er verständnisvoll, es ändert sich aber nichts. Wenn du ihn aber hart ansprichst, dann wird er irgendwie bockig und es ändert sich auch nichts. Also wie spricht man denn dann, damit es besser wird? Also ich weiß nicht, von welchem Klischee-Mann du jetzt sprichst. Also ich kenne bessere Männer. Ja. So. Und das war schon auch so ein Grund. Ich sehe viele Männer, erstens kenne ich Männer, die sind teilweise feministischer als manche meiner Position gewesen, die Frauen sehr eindeutig verteidigen und im Kopf schon woanders sind. Zweitens glaube ich, dass man eben gucken muss, wann rede ich mit wem wie. Also dass es Sphären gibt, wo man hart sein muss. Aber was mich ja eigentlich interessiert an dem Ganzen ist, wie kommen wir überhaupt weg von diesen langweiligen Rollenbildern. Nämlich in dem Buch gibt es einen Satz, dass der Held von gestern, also das, was so der starke Mann von gestern war, ist eigentlich die Zwangsjacke des Mannes von heute. Also viele Männer haben vielleicht auch überhaupt keine Lust mehr, genau diesen machohaften Typen zu sein, der 70 Stunden die Woche arbeiten kann, der alle ernährt. Und wenn sich das addiert mit Frauen, die Lust haben, mehr Verantwortung in der Öffentlichkeit zu übernehmen, aber trotzdem dadurch einen anderen Führungsstil haben, glaube ich, hat man eine Bewegung, die Gesellschaft, die Familie, die Arbeiten und Lieben viel breiter verändern könnte als dieser alte Dualismus, ich gegen diesen Macho oder ich gegen den cholerischen Chef, ich gegen das Klischeemann. Also dass wir eigentlich gerade eine Chance haben, uns als Männer und als Frauen neu zu erfinden. Gut, aber da haben wir jetzt das Problem. Also ich würde jetzt mal versuchen, eine steile Analogie hinzukriegen zum Klimawandel. Du kannst mit einem noch so, also privatistisch kannst du dieses Problem nicht lösen, weil die Strukturen der Gesellschaft und der Wirtschaft so sind, dass selbst wenn du ideal lebst, irgendwie du deinen CO2-Wert nicht irgendwie unter 3 Tonnen runterkriegst. Und jetzt wäre jetzt die Frage, ob man das so ähnlich bei den Mann-Frau-Beziehungen sagen kann, dass zum Beispiel politischen Strukturen in der Gesellschaft so festgelegt sind, dass selbst wenn du guten Willens bist, dass zum Beispiel sowas wie Herdprämien und Steuerklasse 5 und so weiter dazu führen, dass das letztlich zumindest deutlich erschwert wird.
Ich würde es sehr unterscheiden, Klima und das Thema. Also ich glaube, natürlich erschwert das. Also man hat ja, man weiß, dass die deutsche Ehe, von Ehegattensplitting bis wohin genau diese Familien- und Arbeitsmodelle gefördert haben und weiterhin fördern. Gleichzeitig, also beim Thema Umwelt bin ich absolut dagegen. Also da überzeugen mich mehr die Akteure, die sagen, warum bin ich als Konsument ständig verantwortlich, bei jedem kleinen Ding nachzudenken, wie sehr ich der Umwelt schade. Gibt es da nicht politische Strukturen, die verantwortlich sind dafür, dass die Sachen, die ich konsumiere, auf eine Weise hergestellt werden, die verantwortlich ist und umweltverantwortlich. Also ich finde es beim Thema Konsum und Umwelt unglaublich, das alles jedem Einzelnen von uns auf die Schultern zu legen und sagen, informier dich bitte noch in deiner Freizeit, welche Baumwolle das ist, Fairtrade, von wo und der Kaffee. Also diese Überlastung des Individuums finde ich nicht richtig. Und gleichzeitig glaube ich, dass beim Thema Paare da schon der private Bereich viel stärker einbezogen werden muss. Denn, und auch dieser Bereich der Rollenbilder. Denn es ist auch so, dass die soziale Anerkennung von Frauen in Deutschland, die dann arbeiten gehen wollen mit Kind, ja nicht gegeben ist. Viele sagen dann, Stereotyp Rabenmutter. Es gab jetzt zuletzt beim Equal Pay Day tatsächlich, dass selbst in Irland, wo die eben hochkatholisch sind, 42% der Leute das in Ordnung finden, wenn die Mutter arbeiten geht früh, aber in Deutschland 22%. Also wir sind da mit Rollenbildern verhaftet, die es den Frauen doppelt schwer machen. Und da, glaube ich, braucht es die private Ebene, dass man in der Beziehung sagt, wir teilen uns das auf. Und genauso braucht es die gesellschaftliche Ebene, dass man sagt, eine Frau, die in die Berufswelt zurück will, die ist nicht eine Rabenmutter. Und das, vielleicht fragen wir auch mal, wann ein Mann ein Rabenvater ist. Also wie viele Abende darf der weg sein, ohne ein Rabenvater zu sein? Also ist Erziehung eine Paarsache? Also ich denke, dass beim Thema Geschlechter das Private und die Eigenverantwortung beider Geschlechter viel höher ist noch oder sei ist als beim Thema Umwelt. Eine Sache, die haben wir auch, das ist ein Interview auch drin mit Jagoda Marinic und da ging es auch um alte weiße Männer und der alte weiße Mann ist für dich nicht per se böse. Nee, ich mag euch. Nein, Quatsch. Der alte weiße Mann ist halt, wir simplifizieren das einfach oft. Der alte weiße Mann hat einerseits eben diese vielen Privilegien und wenn man jetzt denkt an die alten weißen Männer, dann schimpft man oft auch für mich über die Kumulation von Kapital in den Händen alter weißer Männer. Also ich sage immer die Davos-Männer, die sich da alle treffen in ihren Anzügen und die Welt unter sich aufteilen. Mark Zuckerberg ist kein alter weißer Mann, trifft aber letztlich alle Definitionen alter weißer Mann. Und auf der anderen Seite gibt es aber den alten weißen Mann, der, jetzt haben Sie es vielleicht mitbekommen, das Buch von Edouard Louis, diesem jungen Franzosen, der über seinen Vater schreibt, der eben in dieser ganzen Gilets Jaunes, diese Gelbwestenbewegung, sagt diese Körper, diese alten Männer, lassen wir mal Antisemitismus und diese Vorwürfe dieser Bewegung beiseite, wenn man es als Arbeiterbewegung nur sieht, sind das letztlich die ausgebeuteten Körper meines Vaters. Also sein Vater hat einen Arbeitsunfall, blieb dann ohne Absicherung und er greift massiv die französische Politik an und sagt, die sorgen dafür, dass mein Vater nichts auf dem Teller hat. Also wir haben durch den Kapitalismus natürlich auch viele alte weiße Männer, die auf der Opferseite stehen. Und wir haben dann Frauen, die davon mit betroffen sind, denn die übernehmen nachher die Pflege dieser alten weißen Männer, die durch harte körperliche Arbeit ausgebeutet wurden. Also es gibt viele alte weiße Männer, die andere alte weiße Männer ausbeuten, um ihren Reichtum zu kriegen. Und diese einfache Vereinfachung, jetzt ist jeder alte weiße Mann mein Feind, da kann ich nicht so mitgehen, weil eben man hat ja auch eine Statistik von Männern, die jünger sterben als Frauen. Es gibt eine physische Ausbeutung des Mannes genauso. Also ich glaube, dass jeder kluge Feminismus im Moment auch bei dieser Kapitalismuskritik ansetzen muss. Und da sind Männer, aber auch arme, also Frauen und aber auch Männeropfer. Gut, ich würde die Fragen, die ich Harald gestellt habe, dir auch stellen. Was waren die Faktoren, durch die vieles besser geworden ist? Also ist ja einiges besser geworden in 50 Jahren. Und wo sind die Faktoren, wo es jetzt stockt? Also es ist vieles besser geworden und zuletzt ist es, obwohl alles gut wird am Ende, ist es zuletzt jetzt schlechter geworden. Also wir haben im Parlament weniger Frauen. Wir haben Zahlen, von denen wir uns dachten, sie würden schneller werden. Viele Frauen, die jetzt in der Politik sind, machen sich Sorgen, dass die Frauen aus diesem Bereich sich heraushalten. Warum es stockt,
würde ich gerade gerne im nächsten Gespräch mit Harald ein bisschen abklopfen, weil ich glaube, dass das vielfältig ist und ich glaube nicht, dass die Jugend so einfach die Träger der Hoffnung sind, denn es sind auch junge Menschen, die jetzt in Australien so ein Attentat verüben. Andreas Breivik war auch ein junger Mann, der ging und seine Attentate verübt hat. Also wir haben auch eine Jugend, die wir verlieren. Also es ist nicht nur so, dass die Jugend alles richten wird. Und dass es auch bei den jungen Frauen eben viele gibt, die sagen, ist ja selbstverständlich. Eigentlich war das sogar stressig. Meine Mutter, die Feministin, ich habe doch alles. Also die sozusagen die Kämpfe, die man errungen hat, um in diesem Status quo zu leben, eigentlich nicht mehr zu schätzen wissen, obwohl sie auf einer anderen Ebene viele idealistische Kämpfe führen. Und ich glaube, es gibt gerade so einen Übertrag von den Generationen, der ein bisschen verloren geht, was man ja auch dann beim Thema Europa hat. Also wie bewusst sind wir uns der Errungenschaften, die wir einerseits haben und was wir da auch zu verlieren haben? Ja, Harald, können wir dich jetzt zurück ins Spiel bringen? Weiß ich nicht. Ich habe die Redezeit ja. Ja, ich habe hier gestoppt. Ja? Harald, okay. Du darfst wieder. Ja, das ist cool. Also ich hatte, du hattest doch eine Frage an ihn, oder? Du wolltest ihn doch ins Spiel bringen. Aber ich habe sie gerade vergessen, weil er sich wieder so faul gemeldet hat. Harald, was war die Frage? Hast du mir zugehört? Ja, ich habe die ganze Zeit, ja, ich habe ja dann sozusagen als extrovertierter Mensch das Problem, dass ich die ganze Zeit zuhöre und unbedingt immer was sagen will. Hatte ich auch mit dir. Beim nächsten Mal immer schon gleich wieder vergessen, was das war, was ich vorher sagen wollte. Deshalb wusste ich jetzt nicht und so. Aber ich glaube, Peter hat danach gefragt, wo jetzt die strukturellen Ähnlichkeiten sind, ja, vorher schon mal. Und du hast jetzt gesagt, ach genau, der Punkt war ganz einfach der. Herrlich, oder? Und letztlich ist es ja tatsächlich die wirklich produktive Frage, wo sind denn jetzt eigentlich die Widersprüche und die Bruchlinien? Also du hast mit Breivik und diesem anderen Typen da aus Neuseeland jetzt, beziehungsweise aus Australien. Also das ist natürlich zu pauschal wäre, zu sagen, wir haben jetzt eine emanzipatorische Jugend, die rockt jetzt die Länder und dann wird es irgendwie gut. Nein, das stimmt schon. Es gibt natürlich auch eine, wenn man es klassisch formulieren würde, reaktionäre Jugendbewegung. Und da muss man natürlich auch genau hingucken. Aber ich glaube, auch das ist eben eine entscheidende politische Frage. Wo sind, und darüber reden wir sowohl bei dem feministischen Thema als auch bei dem Klimathema, als auch bei, was ich ja immer nennen würde, sozusagen die Weiterentwicklung des zivilisatorischen Projektes. Darum geht es ja. Also bei einem, wie soll man sagen, guten Geschlechterverhältnis geht es genauso um einen zivilisatorischen Fortschritt wie in einem guten Naturverhältnis. Ja, genauso wie in einer nicht ausgeprägten sozialen Ungleichheit. Das sind alles zivilisatorische Fragen und das sind eminent politische Fragen, genau an der Stelle, wo man identifizieren kann, wo sind denn jetzt die Antagonisten? Wo sind denn die Gegnerschaften dazu? Und historische Prozesse laufen ja auch sowieso immer nicht linear. Man könnte jetzt sagen, es ist eigentlich nicht so verwunderlich, dass bei einem emanzipatorischen, zivilisatorischen Prozess irgendwann die Gegenkräfte, die jetzt mal 30 Jahre lang sich nicht getraut haben, was zu sagen, wieder kommen. Das sind dann die mit dem Nationalismus, das sind die mit dem Maskulinismus, das sind die mit der radikalen Heterophobie, mit Ausländerfeindlichkeit und sonst was. Ja? Wir waren ja auch, wenn ich das so als so ein Wir, zu dem ich gehöre, sagen, wir waren ja auch naiv zu glauben, das geht gewissermaßen auf dem Track so weiter. Und ich glaube, was für die gegenwärtige Situation so wichtig ist, ist zu verstehen, dass wir in einer eminent politischen, also in einer signifikanten politischen Situation uns im Moment befinden. Ja? Wir sind lange Zeit so gesurft und gedacht, naja gut, das wird alles mehr oder weniger so weitergehen, das wird auch irgendwie okay sein. Und wir sehen jetzt sowohl beim Klima als auch bei Gewaltoptionen, als auch beim Rassismus und sonst was, nee, stimmt gar nicht. Ja, da gibt es sozusagen auch machtvoll werdende andere Akteure. Und dann haben wir aber, wenn wir den Umkehrschluss machen, wenn ich mir die Leute von der AfD oder der anderen europäischen Rechten
oder auch der amerikanischen angucke, da ist aber auch alles komplett tangiert, nämlich das ganze Programm. Es gibt so eine Art logistischen Zusammenhang oder eine verquere synaptische Verschaltung, weil alle, die recht sind, glauben auch nicht an den Klimawandel. Ja? So bekloppt muss man ja mal sein. Das sind ja komisch geschlossene Bilder, die wie eine Spiegelung alles das, was in irgendeiner Weise kritisch, emanzipatorisch, aufklärerisch wäre, sozusagen im Gesamtpaket immer ganz anders sehen. Das finde ich interessant. Ja? Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, wenn ich an Emanzipation interessiert bin, dann muss ich auch daran interessiert sein, an der Herstellung eines anderen Naturverhältnisses. Und dann muss ich aber auch interessiert daran sein, an der Herstellung eines befriedeten Geschlechterverhältnisses oder so. Und dann muss ich interessiert sein an einer verringerten sozialen Ungleichheit, alles das, was dazugehört. Und dann merke ich, aha, hier haben wir ja auch etwas Gemeinsames. Da brauche ich die Binnendifferenzierung. Ja, wo sind jetzt gewissermaßen, ist Wälzer eigentlich wirklich links oder ist der nicht mehr rechts oder was auch immer? Dann wäre es eher interessant, ist der emanzipativ in diesem Sinne und hat er Argumente oder auch Kampfkraft gegen den Angriff? Ja, und ich finde, so müssen wir auch die gegenwärtige politische Situation versuchen zu sehen. Und dann kommt man auch dazu, vollkommen andere Bündnisse zu vitalisieren, anstatt in irgendwelchen merkwürdigen Geschichten, also da kriege ich dann nämlich echt das Kotzen, wenn von toxischer Männlichkeit oder sowas die Rede ist, weil das halte ich für überhaupt nicht emanzipativ, mit solchen Kategorien zu operieren oder eben in solchen binären Kategorien Welt- und Personengruppen aufzuteilen. Ich weiß ja, dass du das gar nicht machst, das richtet sich ja nicht dazu, sondern... Zeitweise, ich wechsle ja so meine Position. Aber ach was. Nein, ich finde, toxische Männlichkeit kann ich jetzt nicht einfach... Also ich verstehe, dass dich's nervt. Aber wenn wir jetzt von diesen Männerbildern reden und von dem Mann in der Zwangsjacke, hat dieser Begriff mit allem, was für Deutschland da schwierig ist, eine bestimmte Funktion, nämlich von Männerbildern zu sprechen, die Männer mit Sicherheit irgendwie auch vergiftet haben. Also es sitzt, ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber es gibt sozusagen Männerbilder und Männer, die natürlich mit Gewalt operieren. Also diese ganzen harten Begriffe, so wie White Trash und so, es kommt halt aus den USA, wo wir wirklich einen Rassenkampf hatten. Und toxische Männlichkeit, ich meine, wenn es gibt sehr viele ganze Viertel in den USA, wo die Männer letztlich der Hauptfeind der Familie sind, wo die Männer ihre Kinder schlagen, wo sie verlassen. Und das sind, da sind Bilder von Männlichkeit im Umlauf, die für diese Männer halt toxisch sind. Also mehr will der Begriff nicht äußern, außer dass der Mann sozusagen von einem Archetyp Mann infiziert sein kann, der auch sein Bewusstsein so vergiftet, dass er sich nicht davon emanzipieren kann. Also sich jetzt per pauschal gleich angegriffen zu fühlen, nur weil es eben Männerbilder gibt, die toxisch sind. Damit meint man jetzt vielleicht noch nicht den alten weißen Mann, der zu viel redet, sondern man meint tatsächlich die Jungen, die man meint tatsächlich... Ich finde das irgendwie... Nein, ich meine, der meint tatsächlich... Die Frau, die in ihrem Viertel sitzt und weiß, wenn der nach Hause kommt, dann verschlägt er mich und das Kind gleich mit und ich weiß gar nicht, wer mir so helfen soll, weil der ernährt uns auch noch. Also diese Abhängigkeiten von einer bestimmten Männlichkeit. Ja, aber du wirst verstehen, also wenn du das jetzt gewissermaßen von der Begriffsgeschichte so herleitest, dann würde ich sofort sagen, ja, macht Sinn, verstehe ich auch. In dem Moment, wo es ein politischer Kampfbegriff gegen ein Geschlecht wird und essentialisiert wird, finde ich es echt zum Kotzen. Ja? Also, kann ich verstehen, aber... Ja, aber das ist ja jetzt auch nur, also ich bin ja sowieso fürs Positive. Aber da sind wir bei deinem Thema Gehör. Da sind wir bei deinem Gehör. Wenn jetzt dieser Begriff nicht im Umlauf wäre, würdest du dir überhaupt so viele Gedanken darauf machen? Also war wieder dein Thema mit, wie hart fasse ich die Männer an? Also in dem Moment, wenn ich jetzt euch den Gefallen tue, also ich arbeite nicht mit dem Begriff, aber ich gucke mir das schon an, warum andere das tun und finde es nicht uninteressant, weil sie genau das in dir auslösen und da Dinge zum Thema machen, die es halt vorher nicht waren. Ja, aber jetzt sage ich mal was Ungeschütztes. Und zwar der wie ungeschützt? Ja, also was meine arme kleine Person angeht, ungeschützt. Und zwar derjenige, mit dem ich die härtesten Auseinandersetzungen in Bezug auf solche Themen habe, ist mein Sohn. So, und er ist 25 und der hält mich echt für ein Macho-Arschloch. Ja? Wie kommt er darauf? Weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht die geringste Idee, aber
Aber was, warum sage ich das? Weil ich glaube, da wird es an der Stelle interessant, weil in dieser Generation junger Männer tatsächlich schon eine ganz andere Haltung sich entwickelt hat, auch ganz andere Kategorien der Betrachtung von Geschlechterverhältnissen, auch ganz andere Bereitschaften für all die Themen, die du auch genannt hast, egal ob es um die Aufteilung von Arbeit geht, um das Zurückstecken oder sonst was, ja, die sind da echt anders drauf. Und dasselbe würde ich ja sagen, nochmal auf die Frage von Peter vorhin zurück, diese Strukturähnlichkeiten, Klima und Frauen. Ich würde sagen, dass die Frauenbewegung, der Feminismus, in dem Sinne sehr erfolgreich gewesen ist, weil sich schon auch in meiner Generation, aber eben mehr in der nächsten und der übernächsten, das Geschlechterverhältnis sich wirklich, wirklich deutlich verbessert hat. Auch das Gewaltniveau zurückgegangen ist und so weiter. Ja, das macht auch. Aber genau das würde ich jetzt bestreiten. Also ich finde eure, also ich weiß, dass die Frauen viel erreicht haben, aber wenn man jetzt Deutschland im internationalen Vergleich sieht, sind wir oft Schlusslicht. Ja, und die deutschen Männer sind auf ihre Art auch sehr machistisch, da würde ich deinem Sohn recht geben. Und es ist genau diese emanzipative Kraft der jungen Generation, ja, die ich auch zu meinem Buch Thema mache. Wie sind diese jungen Männer letztlich das losgeworden zu werden wollen zu ihren Vätern? Ja, ist doch mein Argument. Da hat sich doch wirklich eine Menge getan. Und die Sache, glaube ich, hat sich deswegen eine Menge getan, weil das Zeit, ja gut, also ist doch nicht schlimm, wenn ich das sage, dass sich da eine Menge getan hat und dass mein Sohn in dieser Hinsicht wesentlich besser ist, als ich es bin. Ist doch okay, oder? Muss man doch nicht schlecht finden. Und das ist aber auch ein Zeitfaktor, weil der Feminismus... Das heißt, wir müssen warten. Nein! Ich glaube, 200 Jahre. Ich beschreibe es doch nur. Es ist ein Zeitfaktor. Frauenbewegung, mehr als 100 Jahre alt, Feminismus in der modernen Ausprägung, auch schon viele Jahrzehnte alt und so weiter. Das heißt, da ist eine Durchsetzung auch über Generationen von diesen Themen, die tatsächlich eine Reihe von gesellschaftlichen Fortschritten mit sich gebracht hat. Und so funktioniert der gesellschaftliche Entwicklung. Es ist ja ein Irrglaube, dass alte Säcke gewissermaßen sich sozusagen voll emanzipieren könnten von dem Mist, den sie in ihrem Leben gelernt haben. Aber das Schöne, und das versöhnt Anja mit Geschichte, ist, dass es generationelle Fortschritte gibt, dass gesellschaftliche Veränderungsprozesse sich dann in diese Mentalitäten übersetzen. Und genau diesen Punkt haben wir, was Umwelt, Klima und so weiter angeht, überhaupt noch nicht erreicht. Da ist es halt so, dass diese Rollenmodelle, und da sind es ja auch Rollenmodelle, die Rollenmodelle der Verschwendung, der Weltreichweite, des Umweltverbrauchs und sowas, sind die dominanten gesellschaftlichen Rollenmodelle, und zwar fast durch die Generationen hindurch. Und das macht hier den Unterschied. Ja, also da sind wir noch, da ist die Öko-Abteilung überhaupt noch nicht so weit, einen solchen gesellschaftlichen Fortschritt erreicht zu haben. Auf den Punkt wollte ich nur hinaus. Und das nächste Mal lasse ich meinen Sohn hier hinsetzen und komme gar nicht mehr. Wir müssen jetzt noch mal unser... Haben wir es dann geschafft, oder? Wir müssen noch ein paar Fragen zulassen. Ich will aber eine Frage noch stellen, und zwar, also ich würde ja sagen, dass die emanzipatorischen und liberalisierenden Errungenschaften dieser Gesellschaft institutionalisiert sind, und zwar kulturell und politisch. Also es gibt eine kulturelle Ebene, normativ, und es gibt eine politische Ebene, und beides im Zusammenspiel hat dazu geführt, dass wir jetzt an dem Punkt sind, an dem wir sind, und er nicht so schlecht ist, wie wir jetzt zumindest wir drei der Meinung sind, wie manchmal getan wird. Und jetzt ist aber die Frage von diesem Punkt aus, wie geht es jetzt weiter nach vorn? Und da finde ich eben, das ist der Punkt auch, warum ich diese beiden heute eingeladen habe, dass dieser Ansatz eben im Grunde mir zumindest sehr, sehr gefällt, weil ich denke, dass wir mit dem Ansatz, dass es gut werden kann, mehr Chancen haben, wie alles wird böse enden. Das ist schon mal, aber nicht jetzt auf einer banalen Ebene, sondern einfach auf einer intellektuell motivierenden und auch auf etwas Gemeinsames hinzielenden Ebene. Aber die Frage ist trotzdem, die will ich nochmal stellen, bevor ich dann ins Publikum gebe, ist, dass es in der Geschichte eben wenig Beispiele dafür gibt, sondern dass eigentlich immer aus Not und Wut und Argwohn über Verhältnisse Dinge vorangebracht wurden gegen andere. Aber dass jetzt Leute aus Einsicht sagen, wir machen jetzt zusammen etwas, wo alle ein bisschen was abgeben,
und andere was kriegen, das ist mir historisch nicht bekannt. Du? Nicht, lass dich. Echt? Ich versuche es jetzt auch extrem kurz zu machen. Nein, ich glaube, das ist historisch tatsächlich anders. Denn erstens ist es so, dass Menschen in Situationen sein müssen, wo sie nicht in höchster existenzieller Not sind, um tatsächlich sich über gesellschaftliche Veränderung, über Emanzipation, über Revolution und so weiter Gedanken zu machen und dafür zu kämpfen. Das ist wichtig zu wissen. Also die Marx'sche und die Engels'sche Verelendungstheorie hat nie gestimmt. Ja, sie wird wahrscheinlich auch nie stimmen. Man braucht einen Handlungsspielraum, um sich aufzumachen. Ja, der muss nicht besonders groß sein, aber das ist erstmal wichtig. Und dann ist der andere Aspekt, dass natürlich erfolgreiche soziale Bewegungen immer dann funktionieren, wenn Menschen bereit sind, Privilegien aufzugeben. Ja, für den Erfolg der Arbeiterbewegung mussten Manchester-Kapitalisten ihre geliebte Kinderarbeit aufgeben oder den 16-Stunden-Tag oder sonst was. Das sind Dinge, die erkämpft man. Auch was die Abschaffung der Sklaverei, also zumindest die formale Abschaffung der Sklaverei angeht, ist es natürlich ein Prozess des Abgebens von Privilegien. Jede soziale Bewegung, die im Kern Gerechtigkeit hat, zielt immer darauf, dass Menschen Privilegien abgeben. Und sie werden dann erfolgreich, wenn es bei den privilegierten Gruppen gibt, die sagen, das ist richtig, das stimmt. Ja, und das ist ja bei der Frauenbewegung gar nicht anders. Die funktioniert ja in dem Modus auch, ja, dass es dann vielleicht 25-Jährige gibt, die ja, dann sagen... Aber lass den mal 50 werden. All das ist jetzt polemisch. Das so bleibt, ja, auf jeden Fall. All das ist jetzt wirklich, aber dann kann man echt, dann kann man sagen, dann hat es ja alles überhaupt keinen Sinn. Also wir sind gekommen, damit es Sinn macht heute. Ja. Also, aber wir haben auch andere Momente. Ich wollte dir eigentlich gerade recht geben, bevor du mich hier wieder beschimpft hast. Aber warum bist du dann so schematisch? Verstehe ich nicht. Ja, also weil du mir das zu leicht verkaufst. Also das klingt, also die These stimmt natürlich. Es gibt ein großartiges Buch von Acemoglu, heißt der, Darren Acemoglu, Why Nations Fail, warum Nationen scheitern auf Deutsch. Und da beschreibt er eben umgekehrt nicht diese apokalyptischen Theorien, dass der Untergang der ganz glorreichen Reiche in ihrem schönen sonnenhöchsten Moment quasi der Kultur verfiel das dann alles, sondern er sagt im Gegenteil, wenn privilegierte Eliten nicht bereit waren, Privilegien zu teilen, wurden die Minderheiten so ausgeschlossen, dass sich Gesellschaften zersetzten. Und du sagst jetzt, dass wir wären an so einem Punkt in der Gesellschaft, wo wir das schon durchaus tun. Und da bin ich eben nicht so überzeugt, weder von euch Männern, weil wenn man sich Davos anguckt, war das eine Männerveranstaltung. Das heißt, das Kapital ist nach wie vor bei den Männern. Noch bei unserer Gesellschaft, jetzt, ich gehe jetzt mal von Deutschland aus, wenn man als ein Teil Privilegien zu teilen sieht, wie gehen wir mit Minderheiten um. Wir haben im deutschen Parlament, also im deutschen Parlament sehr wenig Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir haben aber in der Bundesregierung niemanden mehr mit Migrationsgeschichte. Wir haben niemanden aus Ostdeutschland. Wir haben in der ganzen zweiten Reihe Staatssekretäre keinen Ostdeutschen fast gehabt, bis man meinte, zumindest der Ostbeauftragte müsste ostdeutsch sein. Das fiel dann irgendwie noch ganz kurz vorher ein, weil irgendjemand in den Medien noch Alarm geschlagen hat. Das heißt, die Westdeutschen haben diese Privilegien schön unter sich gehortet. Und jetzt so zu tun, als ich arbeite auch dran, also Peter, du hast schon recht, wenn du sagst, ich glaube, dass durch Begeisterung und Archetypen und Kraft in Menschen in Bewegung setzen, eben so eine demokratische Bewegung auch entzündet werden kann und nicht nur durch Unzufriedenheit. Aber gleichzeitig müssen wir schon hart analysieren und hart benennen. Also wenn wir jetzt zu weich werden und sagen, wenn wir Eliten so bewusst sind, dann geben wir unsere Privilegien freundlich und großherzig an die anderen weiter. Aber da werden wir nicht hinkommen, weil auch viele Dinge, die... Aber das wollte ich doch damit nicht sagen. Ich habe doch nur... Aber es wirkte so versöhnlich, als würden die Privilegien jetzt so... Ich habe doch nur versucht, auf Moderator Unfrieds falsche historische Perspektive zu antworten und zu sagen, dass das historisch anders läuft. Das heißt doch nicht, dass ich damit automatisch unseren gegenwärtigen Zustand als total super und auf dem richtigen Wege finde. Da würde ich auch sagen, da gibt es in vielerlei Hinsicht ein Rollback. Und ich finde das auch einen skandalösen Umstand,
ist zum Beispiel der Sachverhalt, den du gerade beschrieben hast, dass eben in diesem Kabinett und in der zweiten und dritten Reihe und im Bundestag niemand mehr mit so einem Hintergrund ist oder sowas, dass das öffentlich und medial gar keinen Skandal macht, während irgendein blöder Furz dauernd Skandal macht. Ja? Und da ist etwas ins Rutschen geraten auf einer sehr substanziellen Ebene in unserer politischen Kultur, dass das gar nicht mehr zur Kenntnis genommen wird, sondern man das für selbstverständlich hält, beziehungsweise das dann lustig findet, wenn irgendwie noch so jemand mal aus Notwendigkeit dann dahin gezogen, da muss noch jemand aus dem Osten oder da muss noch jemand mit, ich finde ja, ich kann immer dieses Wort mit dem Migrationshintergrund nicht aussprechen, weil das beschreibt schon das ganze Problem, ja, dass solange man solche Verspannungen hat, dass man solche Worte erfinden kann, ist diese Gesellschaft nicht in Ordnung, ja, würde ich sagen. Das ist in einer klassischen Einwanderungsgesellschaft, würde niemand auf die Idee kommen, so eine verquere Absurdistan-Begrifflichkeit zu verwenden. So, jetzt ist die Frage, würdet ihr eure Privilegien abgeben, dass andere auch kurz sprechen können? Dann würde ich nämlich das Mikrofon in den Raum geben. Also ich habe jetzt als alter weißer Mann schon heute Abend so viele Privilegien abgegeben, da gehe ich keinen, ich Schritt, durfte, gehe ich keinen Schritt mehr weiter. So, wer möchte? Wer hat eine Frage? Ich komme mit dem Mikro. Natürlich. So, wo war das? Ich muss das halten. Okay. Ja, ich habe so ungefähr das Alter Ihres Sohnes, Herr Welzer, und Sie haben gerade ganz klassisch gemansplained, wollte ich nur mal so klarstellen. Ihre Kollegin hat das mit der zweiten Reihe der Staatssekretäre erklärt und dann haben Sie sie unterbrochen und das einfach selber nochmal erklärt und das wollte ich nur mal kurz rausstellen und ich fand es nicht richtig. Das war jetzt aber keine Frage, oder? Aber er ist gut im Nehmen. So, wer hat eine Frage? Ich komme. Bevor ich zu der Frage komme, vielleicht noch ein Kommentar zu der Aussage gerade eben. Eventuell hilft es uns allen, wenn wir uns alle ein bisschen entspannen und nicht alles Persönliche nehmen, was die vermeintliche Gegenseite sagt, sondern versuchen, das wirklich ein bisschen abstrakter auch zu betrachten. Und meine Frage wäre, ist es nicht irgendwo normal, dass eine Gesellschaft in dem Moment, wo sie zwei Schritte vormacht, vielleicht einen Schritt auch wieder zurückmacht und dass es immer Aushandlungsprozesse sind, das auch total wichtig ist, dass es sozusagen eine Gegenseite gibt, damit wir uns weiterentwickeln, weil es ja im Privaten auch so ist, wenn ich mich immer nur mit Menschen umgebe, die meine Meinung haben, dann bleibe ich ja immer in meiner Suppe und entwickle mich nicht weiter und in dem Moment, wo auch mal jemand kommt und sagt, nee, ich sehe das ganz anders, entsteht halt viel mehr. Also wenn ich jetzt darf, damit es nicht Mansplaining wird, nein, Quatsch, ich würde das einerseits, stimmt es sozusagen, alles Direkte, ich finde es auch gut, wenn man locker ist, wenn man, wobei ich jetzt noch nicht so viel genommen habe, aber ich habe jetzt mehr ausgeteilt. Also wenn man so ein bisschen guckt, wie locker können wir im Umgang sein, ja. Aber global, finde ich, können wir das gerade nicht überschätzen, was gerade passiert. Also wir haben im Moment eine weltpolitische Situation, wo die USA als eigentlich Verteidigerin mit all ihren Fehlern dieser liberalen Werte und institutionellen Demokratien angegriffen wird durch einen Präsidenten, der sehr wenig gibt auf Institutionen und auf demokratische Prozesse. Wir haben in Europa Bewegungen, die, also dieses zwei Schritte vor, ein zurück und es wird schon gut, da habe ich im Moment nur dann ein Vertrauen, wenn sich genau diese emanzipatorischen Bewegungen, von denen Harald Welzer spricht, von denen ich mit dem Buch spreche, also wenn alle Bürgerinnen und Bürger sich klar machen, Demokratie wird durch die Bürger verteidigt und Bürgerinnen. Und wenn wir eben nicht denken, es wird von sich aus gut, sondern es wird dann gut, wenn wir uns in Bewegung setzen. Und es wird dann gut, wenn das Korrektiv, nämlich der Demos, irgendwie sagt, Demokratie ist, ihr herrscht so, dass es unsere Lebenswelt verbessert, dass es unsere Umwelt verbessert, dass es unsere Liebesleben verbessert. Und wir sind da an einem Punkt politisch, wo ich sage, wir können das gar nicht gefährlich genug einschätzen, weil auch ökonomisch ein Land wie China, die Vormacht hat, das überhaupt keinen Wert legt auf demokratische Werte. Die sagen, solche Debatten, wie wir sie heute führen, sind ja wirklich putzig. Ne? Schön, dass ihr hierher kommt abends und was bringt es und morgen machen wir mal, was wir sagen. Und wenn du was dagegen sagst, dann schalte ich mal dein Internet ab. Also, dass wir uns das bewusst machen,
dass es einerseits eben wichtig ist, locker zu sein und uns genauso wie Harald Welzer sagt, der Privilegien in Deutschland sicher zu sein, nicht bei jedem Böller mitzuplatzen, bei jeder Diskussion, sondern zu sagen, hey, könnt ihr euch mal auf das Wesentliche fokussieren? Und gerade in Deutschland, wo wir, finde ich, uns so gern abschotten in unseren Klein-Klein-Debatten, wo man die Flüchtlingskrise entlang des Bustickets thematisieren möchte, ob man das jetzt zahlt oder ausgehändigt kriegt, statt darüber nachzudenken, wie man damit umgeht, dass in Europa Menschen vor den Grenzen sterben und man über Humanismus redet, aber gleichzeitig nicht in der Lage ist, die Konsequenzen durchzudeklinieren. Also ich finde, locker machen, aber letztlich in der Analyse hart und kompromisslos zu sein und dann zu gucken, wo kann ich diese positive Kraft, die es im Moment eben auch gibt, und das macht ja diese Hoffnung, wenn man an die goldene, glänzende Demo denkt, wenn auch so Bewegungen, die jetzt Futur 2, also an dass wir eine Gesellschaft sind, die das Privileg hat, ökonomisch am Bewusstsein zu arbeiten. Das stimmt ja, was Harald Welzer sagt, dass wir eben uns das leisten können und aus diesem, wir können uns das leisten, wirklich was zu machen und die falschen Dinge nicht zu verharmlosen und die richtigen anzuprangern. So, haben wir noch eine Frage? Nee? Okay. Ah, okay, also gut. Einmal noch. Ja, Herr Welzer, Sie haben vorhin noch angesprochen, dass die Gesellschaft sich immer mehr auf den Konsum einigt. Und da kam bei mir so, früher hat man sich dann als Gesamtgesellschaft auf den Krieg geeinigt. Oder woran haben Sie dabei gedacht? Und was könnte eine Alternative zu dem Konsum sein? Also ich würde sagen, dass wahrscheinlich, wenn man jetzt eine Diskussion darüber machen würde, hier in diesem Raum mit den hier Anwesenden, und wir uns darüber unterhalten würden, was die jeweiligen als Sinngebung für sich selber definieren würden, und was die Kriterien dafür sind, da sind die wahrscheinlich in den allermeisten Fällen nicht so, ich habe mir jetzt gerade einen Audi Q7 bestellt oder ich habe mir jetzt die Kreuzfahrt in die Antarktis bestellt oder sowas in der Art. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, sich auch über solche Sinnressourcen oder Sinngebungen jenseits des Konsums zu verständigen, weil es natürlich auf der, wenn man so will, auf der Benutzeroberfläche der Gesellschaft ausschließlich um Konsum geht. Es gibt keine, außer jetzt vielleicht beim Wort zum Sonntag oder zu irgendwelchen festlichen Veranstaltungen, wo dann irgendetwas bemüht wird, auf der Ebene der materiellen Bewegungsform dieser Gesellschaft fast keine Kategorie mehr jenseits des Konsums, jenseits der Quantifizierbarkeit. Und das greift eben auch ein in Bildungsprozesse, in den Universitäten ist es schon lange so, in der Forschung und Bewertung von Wissenschaftlichkeit ist es so, mit dem Fortschritt der sogenannten künstlichen Intelligenz und sowas wird es noch mehr, dass die Innenwelten der Menschen solchen Kategorien unterlegen würden. Und am Ende geht es wirklich, ich bin jetzt mal total banal, geht es nur darum, dass immer mehr Menschen immer mehr Scheiße kaufen und sie kaufen immer mehr Scheiße, wenn sie keine Idee davon haben, dass es jenseits des Scheiße-Kaufen noch ein anderes Leben gibt. Das ist das Programm. Ja? Und bei jedem Öffnen einer Seite im Internet wissen Sie, was ich meine, weil man wird rauf und runter zugeballert mit diesem Zeugs und all diese Containerschiffe fahren durch die Welt, weil da der Plunder drin ist, der den Leuten eingeredet wird, dass sie das haben müssen auf diese Art und Weise. So, und da ist es meines Erachtens nach auch politisch, auch im Sinne einer Emanzipation, der Möglichkeit einer gleichen Teilhabe an Welt und was man jetzt alles Pathetisches dazu sagen könnte, absolut notwendig, dass wir das reklamieren, dass es etwas gibt in der menschlichen Lebensform, was nicht im Konsum aufgeht, was auch nicht im Verrechnen aufgeht. Darin besteht das Leben nicht. Jetzt werde ich selber mal pastoral, aber es ist tatsächlich so.
Ja, das kann es nicht sein. Ich finde immer so Sachen interessant, wenn man mal in so Untersuchungen reinguckt, was sagen eigentlich Leute, die kurz vorm Sterben sind? Wie bilanzieren Menschen? Ja, was steht auf Grabsteinen? Auf Grabsteinen steht nicht, er hat 27 Kreuzfahrten mit der AIDA gemacht, ja, sondern da steht irgendwie, er war ein guter Mensch oder sie und so weiter. Ja. Und wenn Menschen bilanzieren am Lebensende, dann resümieren sie in der Regel, was sie versäumt haben in Bezug auf andere. Ich habe mich zu wenig um meine Kinder gekümmert, ich war ungerecht oder ich war so. Ja? Solche Sachen kommen da und nicht, ich habe eigentlich zu wenig gekauft. Ja, aber ich nehme das ernst, weil das sind doch Ressourcen, an denen wir anknüpfen können. Das sind gewissermaßen die Restbestände dessen, die sich auch politisch aktivieren lassen müssen. Ja, wenn wir in der Zuckerberg-Welt oder in der noch viel schlimmer Jeff Bezos-Welt uns freiwillig sozusagen da reinbegeben und das glauben und annehmen und übernehmen, was dort gewollt wird von uns, dann ist es aber Bingo mit Emanzipation und Klima und Frauen und was weiß ich nicht alles. Ja? Dann war es das. Das kann man wollen und es gibt auch viele, die das wollen. Aber mir ist das rätselhaft, wie man das wollen kann und dagegen würde ich kämpfen, weil das ist nicht meine Vorstellung von zivilisatorischem Prozess und Aufklärung und Emanzipation. Ich würde es inhaltlich unterstützen, finde aber genau da die Frage der Jugend ganz schwierig, weil sie da bei diesem ganzen Thema Konsum mit der Selbstverständlichkeit des Konsums aufwächst. Und ich habe da diesen schönen Vergleich, weil als Jugoslawien durch den Bürgerkrieg zerfiel und dann kam dieser Turbokapitalismus, konnte man jedes Jahr zusehen, wie Menschen, die überhaupt nicht gewohnt waren zu konsumieren, wie es sicher auch in Ostdeutschland dann war, plötzlich alles nachzuholen hatten und wie Konsum jetzt die goldene Kuh wurde. Man hat das Gefühl, in 20 Jahren sind die kapitalistischer geworden als alles, was wir hatten und eben dieser Moment, ich brauche sinnhafte Dinge, gar nicht da ist. Und jetzt kommt aber eine Jugend ins Spiel, die beschreibe ich auch hinten, junge Frauen, die geben 300 US-Dollar im Monat für Schminke aus, damit sie Tutorials machen. Das heißt, es gibt eine absolute Blütezeit der Kosmetikindustrie, mit der sie nie gerechnet hatten, dass sich Marken aus dem Boden sprießen, eben nicht mehr Dior und Chanel und Lancôme, sondern Marken, die keiner kannte, die nur davon leben, dass junge Mädchen jetzt ihre Tutorials machen und dass sie das für ihre Weiblichkeit halten, was ein total normiertes Frauenbild von sich gibt. Und dann gibt es aber die nächste Stufe und die finde ich wirklich schwierig, wenn Konsum mein Leben meint. Also die Ich-AG bin ich. Ich bin das Projekt, so à la Kim Kardashian. Ich werde eine Marke, die nachher alles verkaufen kann und alles tragen kann. Und dann muss ich meine Liebe verkaufen. Dann wird mein Kind verkauft in der Badewanne, weil ich will zeigen auf Instagram, dass ich eine tolle Mutter und eine tolle Emanze bin. Also so übertrieben. Also wir haben einen Moment, wo eigentlich alles, was individuell ist, für die Jugend konsumiert wird und alles ein Potenzial, also die Ich-AG bin plötzlich wirklich ich und die Ich-AG, das Produkt ist mein Leben, das hoffentlich so viele Menschen fasziniert, dass ich nachher 3 Millionen Follower habe und dann kann ich ein Foto machen mit einer Tasche und verdiene so mein Geld. Also wir sind mit einer Generation, die eben gar nicht mehr eine Welt kennt, die diese Form des Konsums, also ich wünsche uns schon, dass wir sinnhafter werden und auch vielleicht wieder transzendenter. Und frage mich, wie man das bewerkstelligt mit einer Jugend, die so gewohnt ist, alles von sich zu kapitalisieren. So, ich habe noch hier eine letzte Frage. Darf ich trotz Antwort? Trotz aller Splaining oder wie das heißt, bitte. Noch was dazu sagen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Das ist mir zu eindimensional. Und zwar ist es auch, das wäre so das, was Peter vorhin gefragt hat mit den Emanzipationsgeschichten, gerade dann, wenn diese ganzen Segnungen der Digitalisierung, des Hyperkonsums so selbstverständlich geworden sind, dass man das für die Welt als Welt hält, gibt es ein Potenzial, genau das zu kritisieren.
Bei der Digitalisierung erlebe ich es eher, dass die Mittelalterleute super fasziniert sind, das völlig unkritisch betrachten, während diejenigen, die das selbstverständlich zum Teil ihrer Welt halten, viel kritischer gegenüber der pausenlosen Erreichbarkeit, Überwachung und so weiter sind. Also so läuft das, glaube ich, eher, da steckt mehr drin. Die Zahlen sagen, dass je jünger, desto mehr Stunden verbringen sie. Ja, aber das kann sich auch ändern. Und der andere Punkt ist der, dass wenn man jetzt nochmal die viel bemühten Fridays for Futures nimmt, da sehen wir jetzt ja viele unmittelbare Interventionen, die so aussehen, dass bei einer Münchner Schule es von den Aktivistinnen durchgesetzt worden ist, dass eben die Kinder nicht mehr mit den Autos zur Schule gebracht wurden, in der eigenen Schule. Die sagen, wir wollen das nicht mehr, weil wir nehmen das jetzt mal ernst. Ja? Wenn wir uns selber als Klimaschützer oder sowas verstehen, dann müssen wir genau das machen. Ein anderes Beispiel gibt es, wo in der Schule durchgesetzt wurde, dass es keine Klassenausflüge mit dem Flugzeug gibt oder so. Ja, was denn? Wieso lachst du denn? Bei Klassenausflüge mit dem Flugzeug? Ja, du bist eine andere Generation, aber das ist gang und gäbe. Das ist gang und gäbe. Ja, dass die nach Malle fliegen, statt in die Jugendherberge nach Ganderkesee fahren. So, ich würde noch eine letzte Frage jetzt nehmen, bevor ich mich hier einen ablache. Ich fürchte, das wird keine Frage, sondern nur eine etwas grundlegendere Anmerkung. Es fing ja alles sehr fröhlich an, wir sind eingeladen, alles könnte anders sein, alles wird gut. Und dann wurde so nach und nach, bei Ihnen, Herr Welzer, kam dann rein, wir machen ja gar nicht unsere Hausaufgaben. Mir fiel dazu noch ein, wir betreiben ja förmlich Modernisierungsverweigerung, was die Aufgaben der Zukunft anbetrifft, wenn man an die Automobilindustrie denkt oder an die ganzen fossilen Dinosaurier oder an ähnliche Dinge. Und wenn man dann Revue passieren lässt, was die Experten für die Zukunft dieser Welt sagen, unser Potsdamer Freund, der große Klimaforscher, der sagt 100 Jahre, nicht? Und Stephen Hawking hat es ja auch gesagt. Und Alexander Gerst, als er vor Weihnachten runterkam, Gott sei Dank, ne, sagt er, um Gottes Willen, was sagen wir unseren Enkelkindern, was wir denen tatsächlich hinterlassen. Wenn man das so weiter vorantreibt, bei Ihnen, bei Frau Marinic, Dankeschön, da fehlte mir einfach die Aussage, wie kriegen wir denn die Männer und die Frauen zusammen, dass sie dann wirklich umlernen. Ne? Wir haben früher gelernt, die Gewalt der Männer ist die Geduld der Frauen. Oder wie war das mit der Gleichberechtigung, wann fängt die an? Wenn die Männer gleichberechtigt, wenn die Männer emanzipiert sind, beginnt die Gleichberechtigung der Frauen. Uralte Schoten aus der Frauenbewegung, 40, 50 Jahre alt. Im Prinzip sind wir jetzt an einem Punkt des Abends, wo wir eigentlich anfangen müssen, über die Frage nachzudenken, wie wird denn alles gut? Wie kriegen wir diese unglaublichen Probleme, die auf uns zukommen, die eigentlich nur unsere eigenen Binnenprobleme sind. Wir haben noch gar nicht über Russland gesprochen, wir haben noch gar nicht über China gesprochen, wir haben noch gar nicht über Afrika gesprochen oder über Lateinamerika. Wie kriegen wir das denn in diesen 100 Jahren auf die Reihe, dass jetzt alles gut wird? An der Stelle. So. Noch eine Abschlussbemerkung? Also, ich glaube nicht, dass irgendwer von uns ernsthaft meinte, es wird alles gut. Sondern was wir suchen, ist ja ein Ausrufezeichen. So, was wir meinen, ist, glaube ich, dass welche Haltung man findet zu den Dingen, die nicht gut sind. Und gehe ich so, wenn ich mir die Welt vorstelle, eben wenn sie sagen von China, Russland und so weiter, gehe ich da blind durch, das hat nichts mit mir zu tun, oder gehe ich durch mit einem inzwischen auch aussterbenden Gefühl für manche, dass wir eben als Bürgerinnen und Bürger die Pflicht haben der Einmischung. Und dass man diese Einmischung von einem positiven Moment aus formuliert, heißt ja nicht, dass man die Probleme nicht klar benennt. Denn wenn ich nicht sage, was schlecht ist, kann ich auch nicht garantieren, dass es gut wird. Und ich glaube, was wir hier schon versuchen, Sie sagen das Gespräch, wir führen hier auf der Bühne eins. Man merkt ja auch, dass es verschiedene Verortungen gibt, verschiedene Momente, dass es auch Kränkungen gibt, die man inzwischen macht und trotzdem sitzt man da und überlebt das. Also ich glaube, es gab früher eine Öffentlichkeit, da wäre das hier ein Alles-Männer-Panel gewesen. Also wir leben ja auch Dinge vor, Sie fragen mich jetzt was, überhaupt, dass Sie alle hier sind, also die Kraft solcher demokratische Strukturen, dass Leute jetzt nicht zu Hause konsumieren, sondern uns konsumieren. Also wir konsumieren ja trotzdem, aber eben mit dem Wunsch,
dass aus dem, was man da tut, etwas entsteht, was die Gesellschaft irgendwo hin bewegt. Und wenn Sie mich fragen, ich habe tatsächlich einen Glauben an dieses Gespräch, auch an dieses Zivilgesellschaftliche, was wir hier führen oder was auch die offene Gesellschaft sicher macht oder jedes Magazin, Zeitungen, die aussterben. Also wie bringen wir die Menschen wieder dazu, zu sagen, es gibt Wissen, das uns alle betrifft und wir müssen uns gemeinsam auf den Weg machen. Und jetzt bei Männern und Frauen, ich werde mit diesem Buch die Welt nicht retten, habe ich auch nicht vor. Aber was ich schon mir wünsche, ist, ich habe hinten 50 Fragen formuliert aus dem Bereich Beruf, Liebesleben, Alltag, die auch ganz verspielt sind, so, wo man dann abends vielleicht zusammensitzt, Tochter, Eltern, wie auch immer, und sowas wie, wo ist der Impfpass, wer weiß es und wer fühlt sich verantwortlich, es zu wissen? Also wie verteilen wir eigentlich solche Fragen? Oder stimmt es, dass es die beste Zeit ist zu lieben, weil wir heute eine Generation von Männern haben, die tatsächlich nochmal ganz anders selbstkritisch mit der Männlichkeit umgeht? Und Sie sagen es ja selber, das waren die frauenpolitischen Forderungen, aber heute gibt es auch Männer, die sie stellen. Heute gibt es auch Männer, die sagen, die Form von Männlichkeit will ich nicht mehr. Und wir haben durch diesen Wohlstand, bei allem, was wir hier auch an sozialen Missständen haben in Deutschland, haben wir einen Wohlstand, von dem aus wir mit viel Kraft vorangehen können. Wir haben eine junge Generation, die ist nicht so homogen, dass man sagen kann, die wird die Welt retten, aber da sind ganz viele Menschen, die man wirklich mobilisieren kann, die mit einem Verantwortungsbewusstsein durch die Welt gehen, die man früher nicht hatte, wenn man jung war. Und es gibt, glaube ich, einen Dialog zwischen den Generationen, weil auch ältere Menschen sich weiterhin der Gesellschaft verpflichtet fühlen. In den USA ist Nancy Pelosi 78 Jahre alt und ist die Hauptgegnerin von Trump. Und die zieht sich eben nicht zurück, wie es früher üblich war. Die bleibt da und sagt, ich kämpfe für meine Demokratie. Und das wünsche ich mir halt von uns auch. Wir kämpfen für die Umwelt, für die Demokratie, für die Geschlechterverhältnisse. Und uns geht die Kraft nicht aus. So. Ich würde das gerne ergänzen. Und zwar kann man diese Formulierung, alles wird gut, ja noch etwas präzisieren. Und dann würde ich das so präzisieren, dass man sagen kann, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Okay? Das heißt, wir reden hier in Prozessen, in Entwicklungen. Und was mich an diesem Negativdiskurs so nervt, ist, dass der falsche Eindruck erzeugt wird, dass das Sackgassen sind. Und der von Ihnen zitierte Potsdamer Klimaforscher argumentiert sogar wörtlich mit der Sackgasse. Das ist seine liebste Metaphorik. Und im menschlichen Zivilisationsprozess gibt es nicht so viele Sackgassen, jedenfalls nicht prinzipiell, sondern es gibt Möglichkeiten, Dinge zu bewältigen. Es gibt sogar, das bin ich erst bei diesem Buch drauf gekommen, obwohl das was ganz Triviales ist, es gibt auch Möglichkeiten, Dinge wieder gut zu machen, die kaputt gemacht worden sind. Man kann etwas wieder gut machen. Und ich finde, das ist total wichtig, diese Perspektive zu machen. Mir fiel dann zum Beispiel auf, es gibt ja hier von Le Monde Diplomatique, wir sind ja hier bei der Taz, jede Menge Atlas der globalen Ungleichheit, Atlas, so. Es gibt keinen Atlas der Renaturierung. Wie viele Projekte gibt es eigentlich weltweit, wo man zerstörte Naturräume wiederhergestellt hat und so? Und mir geht es einfach darum, dass ich nicht einstimmen möchte in eine Entmächtigungserzählung, wo die Leute dann eh sagen, naja, wenn man nichts machen kann, wozu soll ich mich dann engagieren? Ja, deshalb finde ich auch dieses 2-Grad-Ziel so besemmelt. Ja? Oder noch schlimmer, das 1,5-Grad-Ziel. Das ist völlig besemmelt, so etwas zu formulieren, weil das suggeriert, wenn man das nicht erreicht, na dann lass fahren dahin. Und die Konsequenz von den Leuten ist, zu sagen, naja, wenn das sowieso utopisch ist, das zu erreichen, dann kann ich mir auch ein Audi Q7 kaufen. Ja, das ist die Konsequenz. Und insofern sind das entpolitisierende Entmächtigungserzählungen, die da gemacht werden. Und ich denke, das ist ja auch das in dem Sinne gemeinsame, sozusagen das strategisch gemeinsame solcher Bücher, dass man dort ansetzt, wo tatsächlich so etwas wie eine Ermächtigung resultieren kann und nicht diese permanente Entmächtigung, die finde ich politisch fatal. Und gerade in Zeiten, wo eine politisches Empowerment für alle, die das Bessere wollen, extrem wichtig ist.
So, ich will eine Bemerkung noch, der Fragenkatalog, von dem Jago da gesprochen hat, also der fängt wirklich ganz harmlos an und am Ende stehen sie wirklich nackt da und zwar vor sich selber und das ist auch ein Punkt, an dem dann tatsächlich etwas beginnen kann. Es ist sehr hart, aber ich kann es nur empfehlen. So, meine Damen und Herren, das war das Taz Futur 2 Gespräch in Leipzig. Ich will noch sagen, bevor ich ganz abbinde, dass eine ganze Reihe von Menschen diese Veranstaltung heute möglich gemacht haben, hier im Haus und auch im Taz Verlag. Besonderen Dank an Willi Vogelpohl, weil der muss das bezahlen. So, am 6. April ist das Taz Lab in Berlin. Jagoda Marinic ist dabei, Harald Welzer ist dabei, Bas Eickhout ist dabei, Dr. Robert Habeck ist dabei, Katja Kipping, Kevin Kühnert. Yannis Varoufakis wird dabei sein, zugeschaltet und viele, viele andere. Ich bin Peter Unfried und ich sage Ihnen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Also ich habe mich wirklich glänzend unterhalten. Hoffe, es ging Ihnen auch so. Herzlichen Dank. Ganz, ganz großen Dank an Harald Welzer und Jagoda Marinic. Applaus